Berger ist die nächste Rednerin für die Fraktion der CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Titel der heutigen Debatte ist Klimakonferenz von Marrakesch. Und deswegen möchte ich auch in meiner Rede den Schwerpunkt genau darauf legen. Am 4. November ist das Paris-Abkommen rechtzeitig vor der Wahl in den Vereinigten Staaten in Kraft getreten. Und in der Woche darauf hat die erste Vertragsstaatenkonferenz des Pariser Abkommens stattgefunden. Auch Deutschland hat mit seiner schnellen Ratifizierung darauf hingewirkt, dass dies möglich geworden ist. So schnell wurde ein multinationaler Vertrag noch nie ratifiziert, meine Damen und Herren. Und das ist der zweite wichtige Erfolg nach Paris. Die Vertragsstaaten haben anerkannt, die Bekämpfung des Klimawandels ist eine globale Herausforderung, die wir nur gemeinsam lösen können. Die Stimmung in der Welt hat sich durch den Prozess bis zur Klimakonferenz in Paris geändert. Die Welt ist bereit, die Staaten sind bereit, jeder einzelne Staat seinen eigenen Klimaschutzbeitrag zu leisten. Erst diese Woche hatte ich ein Treffen mit dem chilenischen Umweltminister. Auch sein Land hat es verstanden, dass Chile beitragen muss und hat wichtige Weichenstellungen vorgenommen, um zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien auch zu schaffen und mehr erneuerbare Energien einzusetzen. Das ist nur ein Beispiel. Alle sind mit an Bord. Wir haben den Paradigmenwechsel geschafft, und das ist gut so, meine Damen und Herren. Natürlich ist es immens wichtig, dass wir als Industrienation einen ambitionierten Beitrag leisten, und da werden wir auch liefern, und wir liefern bereits. Aber bei all den Diskussionen um nationale Maßnahmen müssen wir uns doch immer wieder eins vor Augen führen. Deutschland ist nur für 2,4% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. China zum Beispiel für 28%, die USA für 16%. Wir sind, deswegen sage ich, wir alleine können das Klima nicht retten. Wir sind Schrittmacher und wir müssen Schrittmacher sein. Aber wir brauchen auch die anderen Staaten dieser Welt. Und deswegen haben die Regierungsfraktionen einen Antrag vorgelegt, der sich auf alle Ebenen bezieht. Auf die internationale, auf die europäische und auf die nationale Ebene. Und wie jedes Jahr formulieren wir in diesem Antrag unsere Forderungen an die Verhandlungen der COP22. Wir im Bundestag haben also unsere Hausaufgaben gemacht, und das ist gut so, meine Damen und Herren. Das Motto der Klimakonferenz in Marrakesch ist Action and Implementation, also Handeln und Umsetzen. Die Vertragsstaaten wollen dort einen konkreten Fahrplan festlegen. In Paris hat man die nationalen Klimabeiträge vorgelegt, und jetzt geht es darum, das ist auch immens wichtig, wie diese gemessen werden, wie sie gemeldet werden und auch wie sie überprüft werden. Wir haben uns immer für diesen Überprüfungsmechanismus stark gemacht. Es geht aber in erster Linie um technische Details. Und das ist auch gut so, denn die Staaten, die noch nicht ratifiziert haben, können nicht mitbeschließen. Die will man nicht vor den Kopf stoßen und weitergehende Beschlüsse erst fassen, wenn alle mit an Bord sind. Das ist der Geist, das ist das Momentum von Paris, das wir nutzen. Und deswegen müssen wir diesen gemeinsamen Willen zum Kampf gegen die Erderwärmung aufrechterhalten und alle Staaten mitnehmen in diesem Prozess. Und wir wollen, dass Staaten, die es nicht aus eigener Kraft schaffen, dass sie unterstützt werden. Unterstützt werden, Klimaschutz zu betreiben, unterstützt werden dabei, sich an den Klimawandel anzupassen. In Paris haben die Industrieländer ihre Zusage bestätigt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus privaten und öffentlichen Quellen zu mobilisieren. Wir fordern in unserem Antrag, dass die Industrieländer einen genauen Aufwuchspfad zur Zielerreichung vorlegen und dass eben auch, die Ministerin hat es auch erwähnt, private Mittel mobilisiert werden, um dies am Ende auch zu schaffen. Wir setzen darauf, dass es gelingt, diesen Topf zu füllen. Und auch hier haben wir mit 750 Millionen Euro zur Erstauffüllung des Grünen Klimafonds beigetragen. Und damit waren wir die Ersten, die die Zusage gemacht haben und Geld bereitgestellt haben. Und Deutschland beteiligt sich vor allem durch das BMZ
durch das Entwicklungshilfeministerium in hohem Maße an der Klimafinanzierung. Mit der Initiative Erneuerbare Energien für Afrika stellen wir 3 Milliarden Euro für weitere 10 Gigawatt an erneuerbaren Energien dort zur Verfügung. 150 Millionen Euro investiert das BMZ in die Klimarisikoversicherung, ein weiterer wichtiger Punkt. Das Ziel ist, weitere 180 Millionen Menschen abzusichern und vor den Folgen des Klimawandels auch damit zu schützen. Das ist wahrlich auch kein Pappenstiel, meine Damen und Herren. Und das zeigt, dass Deutschland seine finanzielle Verantwortung im internationalen Klimaschutz auch wahrnimmt. Die finanzielle Unterstützung ist die eine Sache, die andere Sache ist aber auch die Hilfe zur Selbsthilfe. Hier teilen wir unsere Erfahrungen mit anderen Ländern, insbesondere mit den Ländern, die gerade erst anfangen im Klimaschutz. Und ein Leuchtturmprojekt, das bereits von der Ministerin genannt wurde, sind die NDC-Partnerschaften, die sogenannten NDC-Partnerschaften mit den Entwicklungsländern. Eine Initiative vom Entwicklungshilfeministerium und vom Umweltministerium. Sie hilft ärmeren Ländern dabei, ihre Klimaziele zu erreichen, in Strategien und Maßnahmen umzusetzen und am Ende eben auch das zu schaffen, was sie sich selbst auch vorgenommen haben. Dazu sollen zum Beispiel Anlaufstellen aufgebaut werden, die Informationen zu Fragen um Landwirtschaft, Verkehr und erneuerbare Energien bereithalten. Meine Damen und Herren, ich begrüße es sehr, dass die Ministerin angekündigt hat, dass in Marrakesch der offizielle Startschuss für diese NDC-Partnerschaften auch gegeben wird. In unserem Antrag fordern wir außerdem zu diesem Thema, dass in Marrakesch dafür geworben wird, dass auch andere Industrieländer sich dieser Initiative anschließen und wir sie gewinnen können für diese Initiative. Das war die internationale Ebene. Jetzt zur europäischen Ebene. Herzstück ist der Emissionshandel. Dieser Emissionshandel wird durch eine weitere Reform gestärkt und verschärft. Er ist ein marktwirtschaftliches Instrument, das kosteneffizient ist und Emissionen einspart. Und deshalb fordern wir auch in unserem Antrag, dass andere Staaten beim Aufbau solcher Emissionsbepreisungssysteme unterstützt werden. Das Ziel muss die Vernetzung der bestehenden und auch der geplanten Emissionshandelssysteme sein, um langfristig damit dann einen globalen Kohlenstoffmarkt zu errichten. Nun zur nationalen Ebene. Sicher haben Sie darauf schon gewartet. Ja, auch da nimmt Deutschland seine Verantwortung wahr. Wir machen uns nicht an die Arbeit, sondern wir arbeiten, und das schon seit Jahren. Wir haben ein ambitioniertes Klimaziel von 40% Treibhausgasreduktion bis 2020. Und wir haben ein Aktionsprogramm Klimaschutz, über das wird überhaupt nicht mehr geredet, mit dem wir die prognostizierte Lücke bis zur Erreichung dieses Ziels auch schließen werden. Wir haben Paris ratifiziert und durch diese schnelle Ratifizierung auch darauf hingewirkt, dass die Europäische Union auch ebenso schnell ratifiziert hat. Wir stellen, ich habe es erwähnt, umfangreiche Mittel zur Klimafinanzierung national und international zur Verfügung. Allein das Entwicklungshilfeministerium hat die Leistungen in den letzten 10 Jahren auf knapp 2 Milliarden vervierfacht. Und, meine Damen und Herren, wir wollen eine Klimaschutzpolitik, die sich ambitionierte Ziele setzt. Diese Ziele müssen aber auch erreichbar sein. Und bei allen Maßnahmen müssen wir auch die Auswirkungen auf die Wirtschaftskraft, auf die Wettbewerbsfähigkeit und damit auch auf die Arbeitsplätze beachten. Und ein Klimaschutzplan, der Festlegungen für die kommenden Jahrzehnte trifft, der muss auch gut überlegt sein. Als Klimapolitikerin begrüße auch ich es ausdrücklich, dass es angekündigt wurde, dass bis Ende der Woche eine Einigung zu diesem Klimaschutzplan auch vorliegen soll. Und an der Stelle möchte ich als CSU-Politikerin auch erwähnen, dass auch die CSU-Ressorts kritisch konstruktiv mitgearbeitet haben und Minister Schmidt diese Woche als erster die Einigung der Ressorts verkündet hat. Meine Damen und Herren, alle Staaten um uns herum haben sich kurz- und mittelfristige Ziele gesetzt. Kein anderes Land in Europa geht derzeit so weit und setzt Leitplanken bis zum Jahr 2050. Nach dem Paris-Abkommen
haben die G7-Staaten sich vorgenommen, bis 2018 solche langfristigen Ziele vorzulegen. Also wir sind auch hier wieder Vorreiter, wenn diese Einigung kommt. Auch das muss man an der Stelle mal sagen. Und jetzt möchte ich auch noch betonen, wenn wir so weitgehende Pläne machen, dann muss dieser Plan technologie- und innovationsoffen sein, auch im Bereich des Verkehrs. Dann müssen wir auch jeden Euro, mit jedem Euro, den wir einsetzen, die maximale Klimaschutzleistung am Ende erreichen. Und wir brauchen nicht zuletzt auch die Akzeptanz der Menschen. Und deshalb müssen wir die Menschen mitnehmen. Wir müssen Strukturbrüche verhindern und letztendlich den Strukturwandel als Chance gestalten. Wir brauchen außerdem mehr Anreize statt Verbote. Und deswegen werde ich nicht müde zu fordern, dass wir uns eben wieder auf einen Weg machen müssen, um die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung zu bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Ende. Alle Ebenen, von der internationalen über die europäische bis zur nationalen Ebene, alle Ebenen müssen zum Klimaschutz beitragen. Unsere Forderungen haben wir in unserem Antrag klar formuliert. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung sich neben dem Klimaaktionsprogramm, das wir schon umsetzen, auch auf einen ambitionierten, aber ausgewogenen Klimaschutzplan einigt. Lassen Sie uns gemeinsam, beherzt und selbstbewusst nach Marrakesch fahren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Weisgerber. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die nächste